Alte Bräuche und bergmännische Traditionen des Erzgebirges erlebt man vielerorts in Sachsen, besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ein Höhepunkt zum Jahresende ist die große Bergparade in Annaberg-Buchholz. Aus fast allen sächsischen Bergstädten und Bergbauregionen Deutschlands ziehen jährlich zum 4. Adventssonntag Bergmannsvereine in ihrem prächtigen Berghabit durch die Altstadt. 2010 verfolgten fast 50.000 Besucher das farbenfrohe Treiben. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Sven Mohler reiste nach Annaberg-Buchholz, um die beeindruckende Bergparade mitzuerleben. Es ist jedes Jahr aufs Neue wieder beeindruckend, wie hier die Traditionspflege in Annaberg und im gesamten Erzgebirge betrieben wird. Die Bergmannstradition dieser Region ist noch wach. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren wir wieder verstärkt aktiven Bergbau im Erzgebirge bekommen werden. Knappen, Hauer und Steiger. In Zukunft werden sie nicht nur während der Bergparaden zu sehen sein. Bereits im kommenden Jahr soll südlich von Annaberg-Buchholz Flussspat abgebaut werden. Und Sachsen birgt noch viel mehr Schätze. So arbeiten derzeit mehr als 300 Bergbauunternehmen im Freistaat. Der größte Teil davon sind Steine- und Erdenbetriebe. Zwei der drei großen Braunkohlengebiete Deutschlands liegen ebenfalls in Sachsen. Mehr als 30 Millionen Tonnen Rohbraunkohle konnten 2009 gefördert werden. Das sind über 3% der weltweit gewonnenen Rohbraunkohle. Zum Bergbau und seinen Traditionen bekennt sich der Freistaat. So wird künftig der Leiter des sächsischen Oberbergamtes wieder den Titel des Oberberghauptmannes tragen. Symbolisch überreichte Wirtschaftsminister Sven Mohler während der großen Bergparade in Annaberg-Buchholz den traditionellen Schachthut an Professor Reinhard Schmidt. Wir wollen mit der Umbenennung zum Oberberghauptmann deutlich machen, wie wichtig die Bergbautradition im Freistaat Sachsen ist, aber insbesondere auch, wie wichtig der Bergbau in Zukunft für den Freistaat Sachsen ist. Und neben dem Braunkohletagebau haben wir ja bereits wieder Bergbau im Erzgebirge, in Niederschlag, den Abbau von Flussspat. Wir gehen davon aus, dass der Bergbau in Sachsen im Erzgebirge in Zukunft wieder eine Bedeutung gewinnen wird. Und das wollen wir damit auch zum Ausdruck bringen. Neben der Eröffnung des Bergwerkes im erzgebirgischen Niederschlag ist auch die Ansiedlung eines neuen Ressourceninstituts in Freiberg ein klares Zeichen für ein neues Berggeschrei in Sachsen.